Moin Moin und willkommen zu der neuen Folge Panzermarsch. Und wir schauen jetzt bei der Schlacht um Moskau mal, wie der Sowjet zurückschlägt. Na, im Rahmen. Auch akzeptabel. Jetzt hängt alles von Wetter ab im Prinzip, so wie vieles bei dieser Schlacht. Wenn das Wetter passt, klappt hier eigentlich alles. Okay, dann... Unschön. Wenn man eine Strategie aufgibt, muss der Punkt fallen. So, der Kreml ist frei. Flak. So gut wie ausgeschaltet. Warum zum Geier kann die sich immer noch... Ach, wegen dem hier kann sie sich immer noch verteidigen, genau. Also muss Zerstörergruppe Alisana dort einen Angriff fliegen. Um die schwere russische Flak auszuschalten. Bums, weg ist er. So. So viel dazu. Dann als nächstes... Jagdgruppe Löwenherz greift hier an, macht sich dann auf den Weg hier herüber. Ich gehe davon aus, dass ich hier demnächst mit einem Luftangriff zu rechnen habe und möchte auf den vorbereitet sein. Das war ein kräftiger Treffer. Feindliche Artillerie hält immer noch Stand in ihrer Stellung. Bis jetzt. Panzerartillerieabteilung Stutti knockt den Gegner aus. Aufklärer fliegen hier auch ihre Attacken. Sehr gut, den Jägern gelingt hier ein schwerer Schlag gegen den Gegner. Den nächsten Angriff vor. So. Sehr schön, die zweiten Pioniere landen einen erfolgreichen Treffer. Regiment Hochbeck wischt die Reste auf und Pionierregiment CDLC kann dann den östlichen Verwaltungsbezirk besetzen. Der saß. Damit bricht auch dort langsam die sowjetische Verteidigung zusammen und die Artillerie folgen. So, Panzer und Artillerie munitionieren hier mal auf. Der Schnee frisst gewaltig an den Treibstoffreserven. Das Stuck ist noch relativ frisch. Ach, Mann! Boah, das tat weh. Panzerabteilung Berliner muss richtig übel einstecken. Dann noch eins. Dieses erhöhte Eingrabungslevel ist wirklich im höchsten Maße nervig. Gut, die KI-Aktivitäten halten sich in Grenzen. Zerstörergruppe Alisana kann hier den Gegner völlig ausschalten. Halleluja! Da oben lauert einiges. Okay, das dürften die sibirischen Verstärkungen sein, mit denen ich ja schon gerechnet hatte.
Dann schauen wir mal. Mengin bringt uns hier in dem Fall nicht so viel. Am besten wäre es, wenn ich die Jungs nach vorne kriegen würde. Das klappt soweit auch. Schade, ein Stärkepunktverlust ist aber verschmerzbar. So, muss ich jetzt erstmal den Stadtrand sichern. Da muss ich jetzt hier auch mit Jägern rechnen. Gut. Dann bringen wir die Jägerstaffel mal hier in Stellung. Ach, Gott sei Dank, Panzerabteilung Atlant gelingt es, die Flak völlig auszuschalten. Die erste Attacke trifft die feindlichen KV-2 hart. Zerstörergruppe Akira attackiert hier die feindlichen T-34. Strategischen Bomber verlegen hier herüber. Die Jäger sind noch relativ fit. Decken nun hier. Auch wenn das nicht ihr Auftrag ist, ihr eigentlich, ja, Gruppe Alter Dessau fliegt eine Bodenattacke, kann dann aber decken. Und die Jungs tanken auf. Gut, ich denke, gegen den eventuellen russischen Gegenangriff bin ich jetzt relativ gut gewappnet. Einzig brauchbare Ziel offenbar. Sehr gut. Wie so oft sind es die Aufklärer, die das meiste abbekommen. Ja, das war das falsche Ziel. Ich habe noch eine Runde sehr gutes Wetter. Das gilt es auszunutzen. Russische Jäger wird hart getroffen.
Gleiches gilt für diesen russischen Jagdbomber, der damit aus dem Himmel gefegt wird. Gut. Damit können die Jungs erstmal gänzlich skrupellos aufmunitionieren. Sehr schön, das macht auch eine Menge Luft. Nach vorne. Die Geschütze gehen in Bodenangriffsmodus wieder. Und die Jäger dürfen Attacke fliegen. Aber wir haben ja auch noch strategische Bomber in unserem Sortiment. Die fliegen ja auch noch ihre Angriffe. So, jetzt bin ich mal gespannt. Joscha von Welt, Dein und Zitos. Noch den Gegner ebenfalls aus. Die Wachen ergeben sich. Diese Wachen ergeben sich. Auf einmal wirken die feindlichen Panzer nicht mal mehr ansatzweise so bedrohlich. Vor allem aufgrund der hohen Verluste, die sie bereits erlitten haben. Sehr schön. So gefällt mir das. Noch einmal aufmunitionieren und ja, warum nicht? Damit sind diese Einheiten eigentlich alle wieder ziemlich kampfbereit. Aber das tat weh. T-34 sind einfach sehr, sehr gut. Leichte Schäden, nichts Gravierendes. Ja, tatsächlich, die Stux können sich eines Infanterieangriffs ganz wunderbar erwehren. So. Panzerjäger erledigen ihren Job.
Diese Runde noch, wären sie garantiert vollständig vernichtet worden. Gut, damit ist mein Ziel jetzt dort. Und ich muss tatsächlich die Stärkepunkte eintauschen. Oh. Ja, ist natürlich doof, wenn das Abschussverhältnis in keinerlei Verhältnis steht. Selbst in dem Hinterhalt mache ich kaum Schaden gegen die KVs. Das ist echt hart. Besser. Gegenangriffe der russischen Panzer scheitern hier größtenteils. Auch wenn die Panzerverluste bei mir jetzt klettern, die Panzer sind jetzt nicht mehr so wichtig. Panzerjäger schlagen sich allerdings erstaunlich gut. Das Wetter klart wieder auf. Kurzfristig. Und diese Gelegenheit nutzen wir. Oh mein Gott. Zusätzlich erhält die Gruppe Alit Anna eben Hans-Ulrich Rudel nochmal plus zwei Angriffspunkte. Die wird jetzt wirklich langsam zum absoluten Killer. Zerstörergruppe Akira greift an. Dann greift Zerstörergruppe Roman an. Glücksjäger. Sehr gut. Angeschlagene Panzerabteilung Berliner kann den Feind ausschalten. Müssen wir vielleicht noch mal etwas Jagdunterstützung ranholen. Luftwaffe nutzt die Gelegenheit, nochmal einzugreifen. Und da
das sehr erfolgreich. Plus 1 Bewegung für Grenadierregiment Coyote. Ah, mehr Angriff oder Verteidigung ist natürlich besser, aber plus 1 Bewegung ist auch nicht schlecht für Grenadiere. Gegner hier will immer noch nicht aufgeben. Das muss man dringend austreiben. Eine unglaubliche Dickköpfigkeit. Die Flak dort unten hat uns hier im Prinzip einen Gefallen getan, indem sie vorgerückt ist. Ah, dagegen kann sie sich immer noch verteidigen. Ein Jammer. Wirf mal einen Blick in die Stadt. Uha! Ein KV-5. Das schaut unschön aus. Aber es tut sich gleichzeitig eine Lücke auf, wie diese Jungs hineinstoßen können. So, nach den schweren Verlusten hier unten verstärken wir mal dort die Panzerstreitkräfte mit einer Einheit. Und die eventuell vorstoßen können, da am Stadtrand nicht am Ende noch überrannt werden. Die Jungs unterstützen währenddessen den Vormarsch hier über die Flanke. Beziehungsweise Einheit werden wir wohl wieder zurückziehen müssen, um hier zu verstärken. Gut. Gucken, ob wirklich Schneefall einsetzt. Nein, noch hält das Wetter. Exzellent. Gutes Wetter wird ausgenutzt. Zwar umgehend. Erbitterte Gegenwehr leider. Zum Glück ohne weitere Auswirkungen. Außer, dass die feindliche Stellung jetzt völlig zusammenbricht. Harter Schlag durch die zweiten Pioniere. Fallen weiter Bomben. Lieber kein Risiko. Die Aufklärer decken die Flanke. Auch hier lieber kein Risiko.
Das Stadtviertel ist so gut wie in meiner Hand. Zerstörergruppe Alith Anna ist noch keinen Angriff geflogen. Attackiert jetzt hier. Das nördliche Flugfeld ist in unserer Hand. Zerstörergruppen nutzen die Möglichkeit, noch weitere geschwächte feindliche Einheiten anzugreifen. Sehr schön. Das Wetter ist jetzt nicht so schön. Munition, Treibstoff und die strategischen Bomber eh für eine halbe Ewigkeit. Nutzen wir die Gelegenheit, hier die Artillerie nochmal auf Stärke zu bringen. Jetzt beseitigen wir den Gegner im Stadtgebiet. Auch bei dich ist es im Schneegestöber. Gelingt das zum Glück hier recht gut. Ah, da geht der Treibstoff aus. Oh, wir haben hier oben KV-1B erbeutet. Sehr, sehr schön. So, die Panzer halten sich angeschlagen, wie sie sind, erstmal zurück. Stehen aber im Notfall zur Verfügung. Oh! Sehr schön. Aufklärer können einmal mehr einen Todesstoß anbringen. Können den Feind ausschalten. Sehr schön. Ach. Boah, was für ein Schlag durch CDLC. Meine Güte. Ganze Ladung Punkte über der Vorhersage. Muss jetzt auch bei schlechtem Wetter langsam Verlust von wichtigen Punkten eingehen. Einfach um den Feind zurückzudrängen. Okay, kein optimales Wetter, aber in Ordnung. Die Aufklärer zeigen mir mal, was hier so da lauert. Bis jetzt nichts. Sehr gut.
Dann tasten sich diese Einheiten jetzt an den Stadtrand vor. Flakabteilung Kopfjäger. Ist ja höchst erfolgreich. Zerstörergruppe Akira. Gibt hier eine Attacke. Das nächste Ziel lautet damit KV-5. Zwischen wenig Treibstoff und Fliegen auftanken. Na komm schon. Die zweiten Pionierer haben die besseren Chancen, können tatsächlich die KV-5 vollständig ausschalten. Ihnen mangelt es jetzt aber etwas an Munition. Senken wir Eingrabungslevels. Machen. Das schlägt ordentlich ein. Die Aufklärer dürfen auch nochmal draufhauen. Und ziehen sich dann wieder zurück. Hoffen wir, das Wetter hält sich diesmal an die Vorhersagen. Ansonsten nutzen die diese Einheiten die Gelegenheit zum erneuten Munitionsaufstocken. Nein, nie. Oh, 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 da läuft nochmal eine Entsatzwelle für Moskau. Traut sich aber nicht so recht zum Angriff überzugehen, wie es aussieht. Wir haben Pech. Noch eine Gelegenheit kriegen sie nicht. Hallo, da haben wir doch noch einiges entdeckt. Bodenaufklärer sind halt doch immer wieder sehr, sehr nützlich. Zerstörergruppe Akira. Hier angreifen. Dann haben wir jetzt für die Gegner hier eine höchst unangenehme Überraschung. 8,8er Flak. Bam. Das saß. Die Gelegenheit lassen wir nicht ungenutzt. So, der Nebelwerfer deckt hier zusätzlich jetzt die Flak. Panzerjäger stehen gut, haben auch noch etwas Munition.
Wir nutzen trotzdem Gelegenheit, um mal die Vorräte aufzustocken. Die Einheiten kampffrei zu machen. So, wen hat die Luftwaffe noch in petto? Wunderbar. Lieber schnelle Attacken auf die feindliche Artillerie. Aber auch die feindliche Infanterie darf getroffen werden. Die zweiten Pioniere greifen an, schlagen sich wieder sehr gut. Ja, und auch die verzweifelte Gegenwehr hier kann den Feind nicht mehr retten. Ey, sind die tief eingegraben, ne? Müssen wir jetzt die Überstärke eintauschen? Oh, müssen wir nicht. Pionierregiment CDC schafft es, wieder einmal Gegner ohne Verluste aus den Stellungen zu werfen. Auch Gebirgsjägerregiment Schafer. Klingt das. Und damit knickt die feindliche Stellung ein. Nutzen wir hier auch hier. Wir stoßen hier jetzt die Panzer in die feindliche Flanke. Direkt in die Stadt eher ungern. Aber da ist ein freier Platz. Den kann man auch nutzen. Sehr schön. Hoffentlich hält das Wetter. Oh, Aufklärer gegen Aufklärer. Zum ersten Mal erleiden unsere Aufklärer höhere Verluste. Das ist ein unangenehmer Treffer. Ausgerechnet die Stux, die sich bisher ohne größere Verluste durchschlagen konnten. Ja, wieder die Aufklärer. Aber die federn dadurch die Verluste anderer Einheiten gut ab. Auch wenn sie wirklich übel einstecken müssen jetzt. Aber ich schätze, das klare Wetter dürfte jetzt das feindliche Schicksal besiegeln. Gebirgsjäger Regiment Schafe demonstriert wieder seine bemerkenswerte Beweglichkeit. Panzerabteilung IB kann die Reste beiseite räumen. Feindliche Artillerie hier sieht auch nicht mehr gut aus. Auch die Artillerie hier schlägt ordentlich zu. Panzerabteilung Hohenlohe holt sich ihren Anteil am Gemetzel. Gebirgsjäger Regiment Herakles attackiert. Jakob Alter Dessau holt sich den Abschuss. Man merkt, dass der russische Widerstand jetzt zunehmend erlahmt. Auch wenn die Artillerie nicht mehr in dem Maße eingesetzt werden kann, wie das ursprünglich mal der Fall war. Sie immer noch reichlich stark für den Gegner. Das Schicksal dieser Einheit ist damit auch besiedelt.
Bleibt der letzte Krisenherd hier drüben? Ich muss jetzt etwas auf den Treibstoff der Jäger achten, dass ich die nicht zu extensiv einsetze. Die am Ende keinen Treibstoff mehr haben. Ah, verflucht. Habe ich gerade vergessen, dass die Garde-Einheiten hier eine erhöhte Luftverteidigung haben. Artillerie geht jetzt zwar die Munition langsam aus, aber für sowas hier reicht's noch. Katyusha. Ausgeschaltet. Sehr effektiv. Erneuten Rücken jetzt aus der Stadt ins Kampfgebiet. Kommt, kommt, kommt. Ah, schade. Ja, die russischen Truppen fallen jetzt auseinander. Nicht mehr die Masse vorhanden, um noch wirklich Widerstand zu leisten. Der letzte Gegenangriff ist hier gescheitert. Ich glaube nicht, dass da nochmal großartig was kommen wird. Zieht ihnen ebenfalls die Munition aus bei der Artillerie. Nochmal schwerste Artillerie aufgestellt werden. 203 mm. Ich wünschte, ich könnte die mal erbeuten. Auch nochmal zwei leichte Packs. So, damit ist die feindliche Munition aufgebraucht. Die 8-8 hat diesmal richtig was zu tun gekriegt hier. Nein, die Munition heben wir uns auf. Damit die russischen Verstärkungen ausgeschaltet. Wir bombardieren hier schon mal. Und dann ziehen wir die ganzen Jäger mal ab, damit die uns nicht abschmieren.
Die Truppen setzen ihm jetzt richtig zu. Frage mich gerade. Eins, zwei, ach hier. So. Ja, Jäger. Moment. Ein Jäger fehlt. Da, okay. Den müssen wir gleich noch in Sicherheit fliegen. Der Feind stellt verzweifelt nochmal neue Truppen auf. Nein, erbitterte Gegenwehr bringt gegen so einen KV-1 auch nicht so viel. Werfen wir nochmal ein paar Bomben. Besetzen das Flugfeld. Zerstörergruppe Alisana mit seiner inzwischen wirklich phänomenalen Offensivkraft haut rein. Na, reicht das schon? So gut wie. Nein, 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 nicht angreifen. Das war knapp. Fast hätte ich einen Angriffsbefehl erteilt. Gibt's doch nicht, dass die immer noch standhalten. So. Meine Stadt. Dann wollen wir gleich doch mal sehen, ob da noch irgendjemand kämpfen kann. Gut. Als nächstes. 4 Runden Zeit. Feindliche Artillerie wird erneut ausgeschaltet. Luftwaffe schlägt hier noch zu. Bürgsjäger vom Regiment Schafe schalten die feindliche Flak aus. Pioniere sind damit in Stellung. Regiment Hochberg. Schlägt brutal zu. Die zweiten Pioniere können das Hindernis beseitigen. Hier wird nochmal aufmunitioniert. Panzerabteilung Zitor, sie jagt einmal um die halbe Stadt herum. Kann die feindlichen Packs ausschalten. Und der feindliche Widerstand auf dieses kleine Nest dort oben reduziert wird. So wie die kleine Gruppe hier. Und noch ein Treibstoff, dann haben wir doch nochmal einen Angriff. Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der feindliche Widerstand jetzt völlig zusammenbricht. Thank you.
alle Stellungen sind in deutscher Hand, bis auf den Bezirk dort oben. Und das werden wir jetzt auch ändern. Auch wenn sich das Wetter nochmal zuzieht. Die strategischen Bomber juckt das in ihrer Wirkung nicht. Zerstörergruppe Akira gelingt hier nochmal ein Schlag. Darf Sturmartillerieabteilung Pickett den letzten Schlag hier setzen. Und Panzerjägerabteilung Frankenland, die sich dieses Mal sehr gut geschlagen hat, darf den finalen Punkt hier besetzen, an dieser Ecke der Front. Dann folgt hier das Ende des russischen Widerstandes. Nur noch Munition für eine Kampfrunde. Aufs Schwerste zusammengeschossen. Führt Pionierregiment CDRC den finalen Angriff durch, hoffe ich. Das gelingt. Und Schützenregiment S darf den finalen Flankenpunkt besetzen. Sieg auf ganzer Linie mit einigen durchaus schmerzhaften Verlusten. Aber insgesamt verkraftbar. Dann sichern wir das einmal. Und ja, ich habe das schon versucht und es tat höllisch weh. Wenn das Wetter einmal schief geht, geht alles schief. Wir hatten jetzt Glück mit dem Wetter, sonst hätte das hier deutlich schlechter ausgehen können. Ich habe tatsächlich es vorher dreimal geprobt, gebe ich zu, ab dem Stand, den wir bereits hatten. Und es war unglaublich knackig. Sobald das Wetter auch nur etwas schlechter wird, hat man hier Riesenprobleme mit enormen Verlusten, weil man einfach, um die Punkte zu erobern, wirklich jede Einheit bis zum Äußersten nutzen muss. Diesmal war es zum Glück nicht nötig. Ich hoffe, diese Schlacht hat euch gefallen. Sie ist sehr fordernd, wenn auch kein Vergleich zu dem, was uns in Stalingrad noch erwartet. Oder Sevastopol. Auch keine einfach zu schlagende Schlacht. Das nächste Mal geht es in eine Kesselschlacht. Und zwar werden wir im Kessel stehen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Eine Defensivschlacht. Persönlich mag ich die sehr. Ihr dürft gespannt sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, zeigt das Video, wem auch immer ihr wollt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und Führung in den Allvater. Jetzt hätte ich doch fast vergessen, euch den Endbildschirm zu zeigen. Ne? Ein prestigeträchtiger Sieg, aber leider nicht viel wert. Denn die sibirischen Einheiten, die uns entgegenkommen, oder die uns hier in der Schlacht schon begegnet sind, nur die Spitze des sibirischen Eisberges und sind uns 10 zu 1 überlegen. Dementsprechend sofortiger Rückzug. So ein Ärger. Der Kreml sah so hübsch aus. Hätte sich gut als Ferienwohnung gemacht. Ja. Bis dann.